Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Let's Play Minecraft mit Adamos. Nachdem wir ja gestern erfolgreich im Nether waren, habe ich mir gedacht, wir machen jetzt als nächstes erstmal etwas von dem Alumite, damit wir dann in der Lage sind, auch den Kobalt und das andere Erz abzubauen. Jetzt gucken wir mal eben kurz, was wir nochmal brauchen für Alumite. So, mal kurz, da haben wir es, Alumite. 5 Aluminium, 2 Eisen und 2 Obsidian. Normalerweise kommt da relativ viel raus, so viel brauche ich gar nicht. Deswegen kürze ich das, mache ein Obsidian, ein Eisen und 2,5 Aluminium. Das kriege ich schon so irgendwie hin. Sonst wird das halt einfach gekillt. Oder, ja, ich überlege gerade. Ach, was soll's. Komm, für das bisschen Eisen mache ich mich jetzt nicht bang. Und dann haben wir das halt in der Gegend rumfliegen. So, Aluminium-Erz nehmen wir dann auch mal 2 Stück. Ich hoffe, das ist dann so richtig, wenn ich Aluminium-Erz nehme. Da vorne springt schon wieder ein Slime um. So, dann gucken wir mal. Die machen wir jetzt eben erstmal weg. Weil ich will jetzt natürlich nicht, dass der es sofort in den Bessin packt. So, dann machen wir erstmal 2-mal Aluminium da rein. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Moment, irgendwo Obsidian brauchte ich 5, oder? Ne, Aluminium 5. So, ha, viel zu wenig Aluminium. Dann holen wir uns noch ein bisschen Aluminium. So. Hier. Da habe ich ein Ohrbeere, das heißt 2,5 reicht doch. Dann kann ich nämlich wunderbar das machen, was ich auch eigentlich wollte. So, dann schmelzen wir das auch noch. Dann haben wir nämlich unsere 2,5 Aluminium, weil so ein Ore-Berry ist halt immer nur ein halbes Ding halt wert. So, dann schnappen wir uns hier noch was zu futtern. So, Kleinigkeit essen. Ah. So, sehr schön. Dann machen wir den noch kaputt, dann haben wir auf jeden Fall auch genügend Seeds jetzt hier. Ah ne, da fehlt noch eine Pflanze. So, jetzt aber. Ha, haben wir sogar wieder 3 Seeds rausgekriegt, haben wir noch einen Bonus, falls irgendwo mal was kaputt geht. Und den Rest, den lasse ich jetzt einfach mal so. So, da unten noch, zack. Nehmen wir alles mit. So, komm, jetzt gehen das Haus. Ich hasse Türen. Türen sind schlimm in Minecraft. Also ich zumindest bleib da ständig dran hängen. So, beim Rausgehen geht irgendwie, aber wenn andere Richtungen geht gar nicht. So, jetzt haben wir hier nämlich 4 Ingots. Ah, der hat, ja klar, der hat das Ohr verdoppelt. Egal, so. Dann machen wir jetzt ein Eisen da rein. Und ebenfalls ein Obsidian. So. Und da sollten wir zumindest eine gewisse Menge von unserem Material bekommen. So, jetzt gehen wir doch einfach mal kurz hier auf die Bett, auf die Fledermaus. So. Und fliegen hier mal kurz raus. So. Wunderbar. Ist es nicht schön, eine Fledermaus zu sein? Das Phantom finde ich ja auch ganz schick. Einfach nur eine Rauchwolke. Total nutzlos und verschwendet die Sicht. Aber das Vieh war dann doch mehr oder weniger unser Untergang, als wir im Nether waren. So, wie sieht's aus? Dauert noch ein kleines bisschen. Ja gut, der macht ja nichts. Der kann nicht drainen. Nachdem wir dann jetzt gleich unsere Picke gemacht haben und ich denke, ja, dann nehmen wir hier den kurz weg.
Ist ja jetzt da eingefallen. Ne, drei Stück habe ich im Inventar. So. Dann nehmen wir den Casting Table hier einfach mal weg. Und stellen den hier auf. Zack, wunderbar. Und dann nehme ich mir direkt schon mal hier dieses Pickaxe-Pattern. Und bitte in die Hotbar, damit wir das auch da einlegen können. So. Das Eisen ist jetzt schon geschmolzen. Man sieht das hier. Das ist jetzt so übereinander geschichtet. Und jetzt wird das Obsidian noch kurz fertig geschmolzen. Und dann sollten wir eigentlich so ein oder zwei Ingots schon von dem Alumite haben. Das Obsidian braucht immer ein bisschen länger, bis das mal endlich durch ist. Dafür ist das Alumite aber schon mal relativ cool so. Oh, 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 oh. Nein. Oh, ich hasse dich, Creeper. Ich hasse dich wie die Pest. Einfach nur, weil wegen ist so. Hashtag, weil wegen ist so. Ja, super. Der hat jetzt natürlich das wunderbar hier zerstört. Die Tür hat er auch mitgenommen. Ja, natürlich. Wieso auch nicht? So. Ja, dann. Von wo? Stirb. Ich hasse Creeper. Wie gesagt, absoluter eingeschworener Erzfeind, der Creeper. So. Ja. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Zack, Ohrberries essen. Und ich glaube, ich mache dann so lange mal schnell die Tür zu. Nicht, dass uns da noch irgendwas besuchen kommt. Habe ich nämlich jetzt gerade natürlich reichlich wenig Lust drauf. So. Ne, vier Stück brauchen wir noch so. Ach, verdammt. So. Machen wir das so. Wunderbar. Fünf Stück sollte, muss jetzt fürs Erste reichen. So, da machen wir jetzt auch noch was draus. Ich brauche natürlich eine neue Tür. Dankeschön. Und komm, wollen wir nicht so sein. Zack. Holz verbraten. Wärme. Relativ genug. So, die Tür kommt hier hin. Und dann machen wir hier mal ganz schnell wieder zu. Der Creeper hatte auch allzu wenig, nicht allzu viel Lust, großartig zu warten. So, das muss jetzt reichen. Und dann essen wir mal eben noch kurz und es wieder voll. Und so. Dann gucken wir mal, was die Smedry sagt. Die sagt jetzt Obsidian. Molten Iron und Aluminium und Alumite. Ha, jetzt haben wir nämlich einmal Alumite. Das ist schon mal gut. So, und das lassen wir jetzt hier in dieses Casting laufen. Wo ist jetzt meine Alumite Hacke? Ach, ja, scheiße natürlich. Die ist jetzt Alumite, doch, ja, hier. Oder? Oder? Mal gucken, Moment, das war doch Alumite, ne? Ja, klar, muss ja. Mal kurz gucken, nicht, dass wir jetzt vollkommen bescheuert sind. Genau, Alumite. Das ist das, was wir haben wollten. So. Hat er jetzt denn doch noch irgendwas gemacht? Sieht nicht so aus. Was haben wir denn da jetzt noch an Resten drin? Das heißt, wir haben jetzt hier immer noch irgendwie das Obsidian halb darum eiern. Und Molten Alumite. Wieso haben wir jetzt auf einmal so viel Alumite? Ich weiß es nicht. Ich mache da jetzt draus einfach ein paar Ingots. Die kann ich dann bei Bedarf immer noch wieder einschmelzen. Und dann haben wir das nämlich auch. Oh nein, jetzt reicht das nicht mal hierfür. Tja. Ich will es ja jetzt eigentlich auch nicht kaputt machen. Ja gut, komm. Was soll's? Haben wir halt Pech gehabt. Dann haben wir Alumite wie bekloppt über. Im Grunde genommen braucht man echt nur das eine Alumite für den Pickaxe-Head und alles andere ist sowieso für die Katz, weil das Metall meiner Meinung nach voll für den Hintern ist.
Und ja, im Grunde genommen braucht man das echt nur, um das Kobalt abzubauen. Und dann war es das im Grunde genommen auch schon, weil mehr braucht man echt von dem Zeug nicht. Die Allumite-Spitzhacke, die hält auch schon verdammt lange aus. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal eben kurz noch, wie man denn, nein, hierhin bitte, so, wie man denn den Slime-Handle macht. Dafür brauchen wir einfach mal vier von dem blauen Slime, einmal Sand und ein Stück Erde. So, das kann man dann in die Crafting Table, also ins Crafting Table folgendermaßen zusammenlegen. Das steht auch, aber auch im Buch. Dann kriegt man hier so ein Slimy Mud. Und den braucht man dann einfach im Grunde genommen nur durchschmelzen. Jetzt brauchen wir noch was zum Schmelzen. Ich will jetzt keine Kohle dafür verbraten für das eine Ding. Wo haben wir jetzt unser Holz? Da. Ich muss echt mal wieder gucken, dass ich irgendwo ein bisschen Holz unterkrieg. So, dann ein Stick und ich glaube, so ein Stick reicht auch schon vollkommen aus, um das Ding durchzuschmelzen. Ah, vielleicht noch ein zweiter. Also, man merke, zwei Sticks reichen. So, und jetzt habe ich den Slime Crystal und den kann ich jetzt gleich in den Händel verwandeln. Ich will jetzt aber eben erst gucken, was jetzt hier aus der Smeltery ist. Ja gut, das Obsidian braucht jetzt gerade noch ein bisschen. Dann gehen wir doch einfach hin und machen dann hier schon mal alles draus, was wir brauchen. Die Spitzhacke, den Kopf davon habe ich ja schon. Dann mache ich mir halt noch ein Händel. Und ich brauche noch das normale Toolrod. So, wunderbar. Mache ich jetzt beides aus Slime. Slime ist halt, wie gesagt, ein guter Modifizierer, damit man dann mehr Durability dabei hat. So, man sieht schon, ich habe jetzt 1100, einfach nur dadurch, dass ich schon Slime benutzt habe. Mining Level ist Kobalt und Mining Speed von 8 ist natürlich auch schon relativ cool. So, die Pickaxe hier, die tun wir mal auf Seite, die brauche ich nicht mehr. Zack. So. Und dann werde ich jetzt hingehen und mal gucken. Nein. Hier, bitteschön, so. Ja, das hat ja wunderbar gar nicht funktioniert. Hier ist jetzt wieder irgendwie so ein Alumite draus geworden. Also ich verstehe irgendwie nicht ganz, wie das zusammenhängt. Ich habe ja. Ich brauche jetzt mehr Aluminium, ne? Ich hatte ja nur zweieinhalb Aluminium drin. Und fünf braucht man, wenn man dann zwei Obsidian und zwei. Also tun wir noch anderthalb hinzu, zweieinhalb, so, dann müssten wir ja fünf Aluminium haben und dann sollte das auf jeden Fall genug sein für das Alumite. So, das also da rein. Und ich würde sagen, dann machen wir uns direkt noch einmal auf in den Nether. Mal gucken, nee, ich will jetzt natürlich nicht so viel Kram hier behalten. Ich glaube, ich packe dann das erstmal weg. Das kann auch weg. Ein bisschen was zu futtern hier lassen. Alles, was wir jetzt nicht brauchen, lasse ich jetzt mal hier. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ach komm, machen wir das so und dann kommen die Kartoffeln ganz weg. So, minimalisiert gehen wir jetzt in den Nether, weil ich will im Grunde genommen jetzt erstmal nur das eine Kobalt haben. Im Grunde genommen braucht man kein Manillium. Manillium ist ganz gut, vielleicht für Waffen. Obwohl doch, genau. Dann gucken wir, dass wir Manillium kriegen für unsere Waffen. Oder für unsere Waffe, weil ich will auf jeden Fall eine Waffe mir gleich machen. So, jetzt mal gucken, wo ist der Creeper? Weil der ist nämlich irgendwo direkt da vorne, sehe ich den. Auf der Minimap. Also, weil ich beim nochmal Durchschauen des Videos auf jeden Fall gemerkt habe, es hilft total, wenn man denn mal auf die Karte guckt, dann sieht man nämlich relativ frühzeitig die garstigen Gesellen. So, zack, damit haben wir schon mal den Kobalt. Und ich würde sagen, wir. Ah, das ist schon wieder so eine blöde Spinne. Also die sind mittlerweile extrem lästig geworden.
beim letzten Mal, also früher so, wo die noch nicht Babyspinnen gespawnt haben beim Sterben, war das Ganze noch ein wenig einfacher. Aber jetzt sind die mehr als nur lästig geworden. Hat sie mich erkannt? War so, als wäre die in meine Richtung unterwegs gewesen. Es ist dann ganz gut, seinen sechsten Sinn in Form einer Karte zu haben. Und da vorne sehe ich auch schon das zweite Erz, was wir brauchen für Manillium. Das ist dieses gelbe hier vorne. Und zwar ist das Ardite. So, dann sammeln wir das mal ein und hoffen, dass es uns nicht in die Lava fällt. Ja, schön. So muss das sein. Und wenn man gerade hier ist, ne, natürlich direkt mal die Gelegenheit nutzen, hier ein bisschen von dem Glowstone einzusammeln. Das brauchen wir sicherlich auch für das ein oder andere Rezept. Ansonsten benutze ich Glowstone, glaube ich, eigentlich für reichlich wenig. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich jetzt großartig Glowstone sonst benutze. Also ich mache mir weder diese Glowstone Blöcke, wie sie halt hier jetzt auch in der Decke hängen, noch benutze ich den sonst noch irgendwo für. Es sind dann echt nur so ein paar Mod-Rezepte, wo ich dann den Glowstone für brauche. Aber dafür sammeln wir den natürlich ein. So, dann haben wir hier noch was Kobalt. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Ich werde mal gucken, wie viel Manillium ich dann letztendlich brauche. Das hier ist übrigens Asche. Auch nicht schlecht. Ich habe jetzt leider meine Schaufel nicht mit. Na gut, bauen wir es mal eben kurz so ab. Das geht ja Gott sei Dank relativ einfach. Man kriegt halt diese Aschestücke hier raus. Und die kann man dann so in die Crafting Table machen und kriegt dann Ascheblock raus. Oder man kann die in einem 9x9 Grid, glaube ich, packen. Und dann bekommt man halt direkt ein Kohlestück raus. Das ist relativ praktisch, finde ich. Und hier, das auch von Biomes of Plenty. Im Grunde wird da normale Erde raus, wenn man das kaputt klopft. Aber wenn man jetzt so da drüber rennen würde, dann kriegt man direkt Feuerschaden, also man fängt dann an zu brennen. Und das möchte ich natürlich nicht, ich brenne eher ungerne. Also umgehe ich die dann doch lieber mal ein wenig. Ich kletter jetzt einfach mal hier hoch und hoffe, dass wir hier noch irgendwas Tolles finden. So, komm. Ha, geh weg. So. Hier auch Dornen. Ja, also hier sind viele tolle Sachen. Hier ist übrigens so ein komisches Schwein. Nein, ich wollte jetzt nicht den Block platzieren, ich will essen. Die tun einem nichts, die sind friedlich, die droppen auch so eine Art Leder. Und dieses Leder von denen kann man halt dann verwenden, um quasi normales Leder wieder daraus zu machen. Das ist relativ praktisch, finde ich. Aber wenn man jetzt nicht gerade eine große Gruppe von denen sieht, ist das eigentlich ziemlich für die Katz, finde ich. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Ich hoffe, der Creeper ist jetzt irgendwo ein paar Etagen tiefer und hat jetzt nicht gerade Lust, hier uns irgendwie zu begegnen. Da sind die Spinnen, da sind die Spinnen, die Spinnen doch. Dann gehen wir einfach weiter in diese Richtung. Weg von den Spinnen. Denn da wollen wir uns nicht mit anlegen, also ich zumindest nicht. Ihr könnt das gerne tun in eurer Freizeit. So, hier haben wir noch was Kobalt. Wunderbar. Oh, da ist sogar noch eins in der Wand. Mal gut, dass der dahinter einfach den weggeklopft hat. So, mehr haben wir hier nicht. Schade. So. Auf dem Soul Sand lässt sie sich natürlich nicht allzu gut laufen. Ja, wäre es eigentlich, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir uns schlicht und ergreifend in eine Fledermaus verwandeln. Dann können wir nämlich durch die Gegend fliegen, dann sind uns auch die Spinnen relativ egal. Und, na, können wir Nether fliegen damit? Wunderbar. Es gibt doch nichts Besseres als die Fledermaus. So, und dann können mir die Spinnen nach vorne mal ganz toll gestohlen bleiben. Die interessieren mich nämlich jetzt gar nicht mehr. So. Da vorne haben wir auch noch direkt ein bisschen Ardite, das ist ziemlich gut. So, mal gucken, nichts in der Nähe, gut. Ah, da vorne ist nochmal so eine Spinne, aber
So, fliegen wir noch ein bisschen rum, gucken mal, ob wir sonst noch irgendwo was sehen. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt hier irgendwo noch was Hübsches finden würden. Noch mehr Ardite wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Kobalt haben wir ja schon ein bisschen. Oh, wunderbar. So, nichts in der Nähe, gut. Und dann bauen wir den hier einfach mal ab. Zack. So. Jetzt versuche ich aber auch irgendwie mal wieder den Weg zurückzufinden. Nein, ein bisschen tiefer bitte. Dankeschön. So. Da sind die Spinnen. Man sieht, hier wandert immer wieder so was Blaues irgendwie quer durch die Gegend. Das ist da oben rechts an der Karte hat man es jetzt gerade kurz gesehen. Da sieht das komische Blaue. Das ist von der Time Travel Mod. Da ist gerade momentan ein bisschen Probleme mit dem Rendering. Deswegen sieht das so komisch aus. Nicht wundern, das wird natürlich in der Final Version nicht mehr so sein. Da wir jetzt auch das Portal wieder gefunden haben, fliege ich hier mal noch ein bisschen rum. Und habe ich hier gerade Kobalt gesehen? Nein, das war wieder mal meine Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung und ich bin sehr gebildet, richtig. So, noch mehr Kobalt, das ist schon mal gut, weil ich mag Kobalt auf jeden Fall ziemlich gerne. Das haben wir jetzt 3 Ardite, 5 Kobalt. Ich denke, das ist schon mal eine ganz gute Mischung. Da haben wir noch mehr Kobalt. Würde ich sagen, suchen, gucken wir mal, ob wir vielleicht nicht noch irgendwo ein Ardite finden. Und mal gucken, hatte ich recht? Ja, da ist ein Blaze Spawner, wie zu erwarten gewesen ist. Der ist ja meistens auf diesen Plattformen mit dem Gitter drumherum. Da haben wir noch mehr Kobalt. Das brauche ich jetzt aber nicht. Da auch. Ich möchte jetzt eigentlich da. Da ist noch ein wenig Ardite. Es ist. Und da schwebt so ein Ball von dem Gas durch die Gegend. Ha, lustig. So, dann nehmen wir uns hier das Ardite noch mit. Dann haben wir auf jeden Fall genügend an Manyllium, was wir uns dann gleich zusammenschmelzen können. Und ich glaube, es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ich mir dann auch hier direkt am Netherportal noch mal eben einen Waypoint. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, vergiss es. Als wenn ich jetzt so doof bin, dich normal zu bekämpfen. Ha. Komm hier hin, wo Flachland ist. Du springst mir da hinten zu viel. Komm. Tot. Und keine Babyspinnen. Och, sowas aber auch. Ganz ehrlich, ich fand die damals besser. Da waren die einfach nur riesengroß und haben wenigstens keine Babys gespawnt. In riesengroß fand ich die irgendwie total cool. So, dann machen wir jetzt hier unser Ding Portal hin. Farbe finde ich aber doof. Machen wir. Achso, ich dachte, man kann das jetzt so schön schieben. Und mal so, machen wir so einen lila Ton ähnlich wie das Portal. Dann wissen wir nämlich auch demnächst wieder, wo wir denn überhaupt hin müssen. So, normalerweise müsste hier unsere Smeltery jetzt auch mit ihrem Kram fertig sein. Noch nicht ganz. War ich wohl nicht nah genug am Portal, weil die Gegend um das Portal wird auch immer weiter geladen. Es ist jetzt nicht so, ja, ich bin jetzt im Nether und damit hat es sich mit der Oberwelt. Nein, die bleibt geladen. Allerdings nur, wenn man in der Nähe vom Portal halt noch ist. So, jetzt nehme ich mir hier meinen ganzen Kram erstmal wieder. Nein, nicht nach unten. So, dahin. Und sortiere mir hier mein Inventar wieder mal so ganz grob. So, das muss jetzt reichen. Und ja, wir haben jetzt ein Alumite und ein bisschen Aluminium und Obsidian und ihm fehlt, glaube ich, jetzt ein bisschen Eisen. Ne? Obsidian, Aluminium, Alumite. Dann packen wir einfach mal noch so ein Stück Eisen rein. Ich will jetzt gucken, dass ich das hier leer und sauber habe, bevor ich jetzt anfange, hier das Manyllium zu machen.
Ich würde aber mal sagen, sobald wir es schaffen, durch die Tür zu kommen, nehmen wir uns hier mal das Eisen und upgraden hier unsere Tool Station und machen da einen Tool Forge draus. Gucken wir mal eben kurz, wie war das Rezept? Also hier 4 Blöcke Eisen und dreimal Seared Brick brauche ich dafür noch. Seared Brick, wie sieht's aus? Eher schlecht. Einmal kann ich machen, dann packen wir doch mal noch ein paar hiervon und zwei davon. So, dann haben wir noch mal 4 Grout. Reicht das? Ich glaube nicht. Wir brauchen ja 4 Stück für ein Seared Brick. Das heißt, das ist noch einer. Dann müssen wir noch mal 2 haben. So, und noch 2 hiervon. So, dann können wir den einzelnen Brick, den wir hier noch rumliegen haben, den tun wir mal weg. Und den Rest können wir hier noch zusammensetzen, machen da noch 4 Grout draus, dann haben wir 8. Und dann können wir uns nämlich noch 2 Steine machen. Das kommt dann auch ganz gut hin. Da brauchen wir dann nämlich jetzt nur noch einmal Kohle und dann haben wir das auch. So, ich brauche 4 von diesen Blöcken, von den Eisenblöcken. Da muss man schon ein bisschen was investieren, aber das ist es uns auf jeden Fall wert. Also mir zumindest ist es das wert. Ihr werdet dann auch sicherlich gleich sehen, wieso. So, jetzt habe ich ein bisschen Eisen hier. Obsidian. Jetzt ist auf jeden Fall mehr Alumite draus geworden. Ah, genau. Klar, ich hatte viel zu wenig Eisen, weil ein Eisen-Ingot ist quasi nur ein halbes. Ja. Und normalerweise, wenn die halt sagen 2, 2, 5, dann meinen die halt, ja gut, packt da halt 5 Erze rein und beziehungsweise 2 Eisenerze, denke ich mal, und 2 Obsidian. Dann hat man dieses Verhältnis wieder. So hätte ich jetzt ein Obsidian und 2 Eisen reintun müssen, damit das Ganze hinhaut. Ich hoffe, ihr könnt mir so grob folgen. Und ich würde sagen, da wir jetzt so langsam auch in die Nähe des Schlusspunktes für diese Folge kommen, werde ich jetzt einfach mal off-camera das Ganze hier sauber machen und melde mich dann gleich zurück und zeige euch, wie wir dann eine ganz tolle Waffe machen können. So, da bin ich wieder. Ich denke, es ist doch ein wenig knapp mit der Zeit, jetzt die Waffe noch zu machen. Deswegen werde ich euch jetzt eigentlich nur ganz kurz zeigen, wie man denn aus der Toolstation eine Tool Forge macht. Und einmal kurz die Sachen mit euch durchgehen, die wir denn dann nächstes Mal machen. Beziehungsweise eine Sache, also ich möchte mir hier diese Battle Axe machen. Eine Kampfaxt quasi. Das Coole ist, die ist relativ gut immer noch zum Holzhacken. Das heißt, das Ding brauche ich nicht und das Ding macht halt ordentlich Schaden. Dafür braucht man dann halt hier 2 Äxte, dann noch ein dickes Tool Rod und ein Tool Binding und ein dickes Tool Rod, jeweils in dick. Und das braucht halt ein bisschen mehr an Material dann. Dann gehen wir hier mal ganz kurz durch. Für die Waffe eignet sich Manillium eigentlich immer am besten. So, man sieht ja immer hier Base Attack 0,5, 1, 1, 1,5, Alumite, schon nicht schlecht. 0, 1,5 Kobalt und Ardite jeweils. Und Manillium hat ganze 2 Herzenschaden. Das heißt, mit Manillium können wir halt am meisten Schaden machen und das war es nämlich auch an Materialien. Das heißt, wir werden dann Manillium 2 Ingots brauchen, um halt daraus dann unsere Äxte zu machen und dann mal gucken, wo draus ich die beiden mache. Wahrscheinlich wird eins Slime werden und das andere werde ich noch vielleicht aus irgendwas anderem machen, werde ich dann nochmal genauer gucken. Und ich melde mich dann in der nächsten Folge zurück und dann machen wir unsere Kampfaxt.